Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Let's Troll Ever Pokémon, die Feuerrote Edition. Ja, und ich wurde mal vor einem Kampf rausgelassen, dann machen wir das auch mit meinem Kämpfen? Du meinst mich? Na gut. Ja, anscheinend meine ich dich. Guck mal, was du so hast. Und was wir so haben. Warte mal, sind wir nicht vor kurzem vor Orania City? Och ne, nicht wirklich. Topsy, wir haben ein Level 23 Pikachu, okay. Da hat wohl noch jemand fleißig trainiert, um die Arena schnell machen zu können. Ich gehe mal ganz stark aus, dass die Arena schon fertig ist. Ich muss aber gleich gucken. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Arena fertig ist mit einem 23er Pikachu, ist ziemlich hoch. Hey, 24. Ich will nicht gerade, wann lernt Pikachu eigentlich die nächste Attacke? Müsste 26 sein, der Donnerblitz. Dann ist ja noch die Frage, oh, knapp, wann wir das Lotti zu einem Raichu machen. Ich meine, irgendwie lernt Pikachu auf Level 40 nochmal so ein Donner. Aber Frage ist, na, braucht man die Attacke wirklich? Die ist so, er haut natürlich echt ordentlich rein, aber dafür trifft sie halt nicht so gut. Ich würde schon fast sagen, der Donnerblitz reicht. Und dann Raichu lernt Donnerblitz, sobald es entwickelt ist. Also würde ich sagen, können wir so gucken, dass wir jetzt, ja, bald Pikachu entwickeln. So, jetzt aber komm, wir haben den noch nicht, oder? Ach verdammt, den haben wir schon. Wie sieht denn sonst unser Team so aus? Lotti, Lebos, Miraculix, Grisou, Knoll, Miezemaus. Wir haben ein Mauzi. Blöd nur jetzt ist, dass Lotti 4 Pokémon im Team hat. Okay. Das ist natürlich gar nicht so gut, würde ich sagen. Ja, und gerade gesehen mäßig, also der Angriff runter, der Spezialangriff hoch, ist beim Normal-Pokémon selten gut, bis ziemlich scheiße. Ja, na, also was Wesen angeht, hat Lotti jetzt nicht so viel Glück. Ja, hat auf jeden Fall einen Regelbruch begonnen, muss ich dann so schnell wie möglich dann austauschen. Ja, aber gehen wir mal weiter hier. Unter uns, es müsste Orania City sein. Ach, das hat Lotti noch vorne, verdammt. Ach, vergessen. Ja, ja, Habitak. Überlebst du sowieso nicht mehr. Außer der Furienschlag geht daneben. Dann kriegst du sogar noch die XP für das Teil. Weil das snackst du ohne Probleme um. Wie unerwartet. Okay, Radikal. Ja, da wird natürlich gewechselt auf Knoll. Ja. Ah, jetzt ist. Wann entwickelt sich endlich nochmal Mankey? Sollte 28 sein? Relativ spät. Aber hat halt natürlich auch nur eine Entwicklung. Ja, doch. Doch, müsste 28 sein. Ja. Dauert also noch ein bisschen. Wir werden also noch ein bisschen mit Mankey zu tun haben. Okay. Hätte ich dich besser überhört. Verdammt, ich habe gar nicht gelesen, was er vorhin gesagt hat. Ist mir egal. Und ja, da sind wir in Orania City. Das ist natürlich. Ist hier nicht der Angler? Gehen wir mal hin. Nee. Oder ist das der Club? Nee, ist der Angler. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, tue ich sogar wirklich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Da-da-da-da. Yay. Da haben wir einen Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Ja, vielleicht mal sehen. Nee, wohl eher nicht. Kann ich drauf verzichten. Ja, hier, Joy, mach heile. Danke. Ja, dann opfer ich mal hier meine Zeit und leg mal das Mauzi ab. Ja, auf jeden Fall gibt das einen Penalty Point für einen Lotti. Einmal Lagerungssystem öffnen. Ablegen. Ja, legen wir das mal ab. Ja, und wieder zurück. Okay.
So, dann würde ich sagen, ja, haben wir hier soweit alles. Ah, vorbei. Moment. Haben wir nicht. Hier müsste irgendwo noch. Zumindest dachte ich das. Nee. Moment. Ich dachte, hier wäre ein Assistent Professor Eich gewesen. Tja. Dann weiß ich es gerade nicht genau. Vielleicht auch später erst. Auf jeden Fall gehen wir in den Pokémon Club. Genau. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um mir was über Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Moment. Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ah, dieses Gespräch ist so langweilig. Zeige den Radcoupon im Fahrradladen von Azuria City. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem E-Bike fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Boah, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht wieder hin. Ja, Zerschneider können wir noch nicht. Was war das hier für ein Haus? Ich möchte jetzt, glaube ich, nur irgendwas tauschen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dann mal schnell ab in den Markt. Und ein bisschen einkaufen gehen. Wie kann ich verkaufen? Wir haben doch noch bestimmt ein Nugget, oder? Ja, dachte ich mir. Einmal weghauen das Teil. Moment, Supertrank können wir auf jeden Fall noch welche haben. Gucken wir mal. Pokebälle haben wir 4, reicht. Supertrank kaufe ich mal 5. Gegengift haben wir 1, da kaufe ich mal auf 5 hoch. Das mache ich jetzt nicht mal so mit allen Sachen, die es hier so gibt. Danke. Nein, ich brauche Heiler. Auf Wecker, ebenso. Noch haben wir die Pokémon-Flöte nicht. Nachher braucht man die ja nicht mehr, weil die kann man noch im Kampf einsetzen. Nachteil ist, du wächst auch gegnerische Pokémon auf, aber gut, wie häufig kommt das vor, dass das eintrifft? Eher selten. Ja, ich kaufe auch hier ein paar Pokémon. Oh, komm her, nochmal 5 Supertränke und gutes. Okay. Komm bald wieder. Ja, bestimmt. Ja, der Bootticket haben wir ja schon. Also eigentlich können wir auf die MSN. Wobei, können wir da wirklich schon hin? Wir können auch erst durch die Dicta-Höhle. Könnten wir sowieso mal machen. Dann könnte ich mir mal zumindest irgendwie noch einen Dicta oder sowas holen. Außerdem sind hier noch ganz viele Trainer. Ja. Ach, ich habe immer noch Pikachu vorne. Mist. Schlecht. Ich würde am liebsten das Metbo ein bisschen leveln, damit wir endlich unser Puder-Pokémon haben. Vor allen Dingen zu empfangen natürlich echt bombig. Ja, danke. Komm hier, slammen wir mal ein bisschen rein da. Flop. Ja, ist mir egal. Könnte sich nur um Stunden handeln. Lalalalalalala. Giftblick. Warum auch immer man dadurch paralysiert ist. Zack. Ja gut, sag mal, wenn er einen Bösen anguckt, kann man ja auch paralysiert sein im wahren Leben. Who knows? Komm, lass mich in Ruhe. Ich möchte Pokémon. Und zwar das hier. Kommt mal nach ganz hinten. Ja, gucken wir mal, dass wir alle Bows ein bisschen gelevelt kriegen. Was liegt denn hier für ein Item? Ein Aufwecker. Ja, super. Hallo, Le. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Glückwunsch.
Du hast ein Sandan. Na, klasse. Die sind hier schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Naja, Konfusion, was weiß ich, viel machen, oder? Oh, ja gut, Volltreffer wird schon sagen. Das ist ein bisschen viel gewesen. Okay, darauf habe ich keine Lust. Da wird gewechselt. Knoll, bitte einmal herkommen. Jetzt kommt hier noch ein Sandwirbel sehr wahrscheinlich. Oder ein Kratzer. Ne, Sandwirbel. Ja, ein Kratzer, okay. Ja. Einmal draufhauen auf das kleine Ding. Irgendwie finde ich, dass Sandan immer so ein bisschen pummelig aussieht. Keine Ahnung, fällt sich erklären. Hört jetzt aber auch nicht zu meinen Lieblings-Pokémon, muss ich sagen. Sandama ist schon cooler, aber Sandan. Ja, nicht. Level 12. Jetzt die Frage, wann lernt mit Bo nochmal Sachen? Ich glaube, er ist auf den nachfolgenden Leveln. Schade. Wir brauchen noch ein Level. Ah. Okay, mit einem Pokémon zwei Level erreicht. Finde ich natürlich schön. Zubat. Ja, komm. Ich habe keine Lust, ewig zu brauchen. Darf sofort wieder ran, Pikachu. Die Paralyse hätte ich vielleicht auch mal wecken können. Ja, ist egal. Muss ich jetzt mit leben. Blutsauger macht mir mal herzlich wenig. Gut rein. Und bist auch noch paralysiert. Blöd für dich. Ich würde auch nicht in so eine Steckdose beißen, also würde ich mir auch zweimal überlegen. Selber schuld. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Warum fängst du dann solche? Oder trainierst nicht besser? Du bist ja gar nicht mal so klug. Was haben wir hier? X-Abwehr. Wie nützlich. Du, Trainer, komm her. Hallo. Meine Pokémon müssten bereit sein. Werden wir gleich sehen. Ich sag aber mal nein. Oh, ein Nidoran. Das ist blöd für dich. Konfusion. Boah. Ja, 6 Level-Unterschied halt. Oh. Okay, macht ja gar nichts. Ich hätte jetzt dank des Level-Unterschieds ein bisschen mehr gerechnet. Ja gut, dann kriegt Lebowski das sogar alleine hin. Ein Volltreffer wäre geil. Oh, schade. Ja, eine Attacke noch. Ja, jetzt bin ich eh vergiftet. Kennt man ja nicht anders. Bin ich vergiftet. Was ist da los? Interessant ist, dass ich sogar schneller bin, merke ich gerade. Ich bin 6 Level unter. Finde ich gut. Oh, hast du noch eins? Nidorino. Das könnte dann schon schmerzhafter ausgehen. Ist auch schneller. Macht trotzdem 0 Schaden, dieses Teil. Das ist natürlich geil. Ja, dann gucke ich mal, wie viele Attacken ich brauche. Ich schätze mal 5 oder sowas. Oh, geht sogar. Auch wieder 3 bis 4, je nachdem, ob der Zufallswert auf unserer Seite ist. Ja, ich weiß. Du machst mir 0 Schaden. Schon mal aufgefallen? Gut. Ne, ich brauche 4 Attacken. Schade. Hätte ja klappen können. Der Energiefokus. Dobby, dobby, dobby. Jetzt will ich gerade lernen. Ah, ich glaube, es mit Bolan zuerst Gift. Ja. Giftstachel. Oh. Dann kam natürlich massig XP jetzt. Und. Ja, Giftpuder, Giftstachel, ja. Stachelspore, Giftstachel, ja. Joa, kann weg. Und zwar. Ich hab noch Härtner. Ja, weg damit. Yay, Giftpuder. Ja. Vielleicht schaffe ich ja noch die nächsten 1-2 Level, dann lerne ich direkt die anderen Sachen auch noch. Nachher kommen Lotti noch auf den Gedanken so, nee, die Attacken braucht doch kein Schwein. Dann bringt es dem nicht bei. Nimm dich in 8 von Hochspannung. Och nö, Mist, du hast Elektro-Pokémon. Das ist blöd für so ein kleines Metpo. Da muss ich wohl wechseln. Und zwar auf Knoll. Das Abra kann Lotti mal schön alleine trainieren. Bis dahin habe ich ja zur Not mein Smetpo mit Konfusion. Ach, scheiße. Boah, knapp. Nein. Ich will doch meinen Knäuel heilen. Ganz vergessen, dass er schon so down ist. Zum Glück habe ich Supertrack gekauft. Tackle. Jetzt habe ich aber Angst. Hier, kriegst du einen Karateschlag auf das Gesicht.
Oder auf das eine Auge. Ach komm schon, reicht doch aus. Ist doch fies. Hier, Kratzer. Flap. Ist ja egal, ob er nicht sehr effektiv ist. Hat gereicht. Magnetido. Nö, da. Ich könnte jetzt zwar meinen Lebos nochmal ein Level verschaffen, wenn ich jetzt drauf gewechselt hätte, aber das lohnt sich einfach nicht. Aber lieber gucken, dass ich die schnell umknüppel hier mit dem Menki und dann passt das. Kratzer. Jetzt gleich. Ja, ein Volltreffer ist super unwichtig, aber danke. Magneton oder hast du noch Magnetido? Ne, Magneton. Eieieiei. Ich könnte versuchen mit dem Fußkick. Komm schon. Das reicht. Nicht. Verdammt. Dornishock. Riskiere ich das und schicke jetzt mein Smetbo. Komm. Du schaffst das. Ich glaube fest an dich. Ultraschall. Oh, jawohl. So gerade eben. Das macht nicht viel Schaden. Verdammt. Oh. Ja, jetzt versuche ich natürlich... Naja, warum gehe ich mal auf Pokémon, wenn ich noch einen Beutel will? Komm, ich versuche mal, das Ding zu heilen. Und er verletzt sich jetzt einfach selber. Das wäre so geil. Komm, bitte. Jawohl! Glück gehabt. Ja, der gibt natürlich jetzt massig XP. Könnte sogar fast noch ein zweites Level abgeben. Ja, Stachelspore. Ja, Jopp, eine Attacke bitte vergessen. Und zwar habe ich noch hier den Fadenschuss, der kann auch weg. Und schwupp. Und reicht es noch für ein nächstes Level? Oh, gerade eben nicht. Ja, hätte ich mal doch Magnetilo noch die... Also da Magnetilo mitgenommen. Aber ist ja erstmal eh wurscht. Opa! Wettkämpfe, ich kann mich nicht... Ich kann ihnen nicht widerstehen. Dann zeig ich, was du kannst. Was hast du denn im Angebot? Ein Knofenser. Kann ich dich vergiften? Ich glaube nicht. Nein. Ja klar, aber ich natürlich. Danke. Ja, ist ja gut. Dann wechsle ich aus. Brenne das Teil eben weg. Und dann sollte schon das Level-Up drin sein. Dann kriege ich das sogar noch hin, die Folge. Auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist. Aber da gingen wieder einige Trainerkämpfe auf mein Konto. Auch wenn ich immer noch kein Team Rocket habe bislang. Da muss ich nochmal ordentlich nachlegen. Aber... Oh, Lebos Level 15. Und jetzt müsste Schlafbruder kommen. Sehr gut. Da kann dann direkt der Tackle auch noch weg. Ja, das ist natürlich geil. Jetzt haben wir erstmal Diktat-Puder-Pokémon. Die nächste Attacke müsste irgendwann Mitte 20 kommen. Also da haben wir noch Platz. Satt. Bis wir da was Neues brauchen. Myrapla. Nö, darfst du direkt machen, Griso. Der Orden ist ja bislang ausgeglichen mit 1:1. Vergifte doch nicht alles, was ich habe. Ernsthaft. Nerv nicht. Ach, ja, gut. Ah, ich könnte Lotti in die Diktarhöhle schicken. Vielleicht geht er dann da durch und guckt sich da ein bisschen um. Dann kann ich nachher die MSN machen. Und in den Rivalenkampf. Wobei bis zum Rivalenkampf würde ich wahrscheinlich nicht kommen. Ist hier noch irgendein Trainer? Ja, theoretisch schon. Aber ist egal, ich gehe erstmal zurück. Da sollte keiner von sterben. Müsste gehen. Ja, zwar relativ knapp schon, aber alles gut. Und direkt einmal wieder heilen. Ja, Smetbo von 11.15 Uhr gebracht, wenn ich mich jetzt sichere. Das Pikachu in einem Level erhöht. Grisou. Ne, Grisou nicht, aber Knäuel habe ich auch noch. Ja, war doch erfolgreich, was Levelung angeht. Ja, dann würde ich versuchen mal den Lotti hier in die Diktarhöhle irgendwie reinzukriegen.
so. Ja. Ja, würde ich sagen, lassen wir dazu stehen. Und gucken mal, dass dann Lotti wirklich durch die dicke Hülle durchkommt. Alles ist gut. So, ich bin in der übernächsten Folge wieder dran, denn als nächstes kommt Lotti. Und wir sehen uns dann wieder. Oh, bis dahin. Tschö. Mm-hmm.